Moin moin Leute, Kern hier und willkommen zurück beim Euro Truck Simulator Let's Play. Wir haben uns hier vor kurzem Mods installiert und zwar haben wir irgendwie realistische Wagenanhänger jetzt und den Geschwindigkeitsbegrenzer haben wir ein bisschen verändert. Und wie es aussieht, fahren wir noch immer nach Luxemburg von Lyon aus mit Gabelstaplern. Ich weiß unter anderem, ob wir die Reise schon angetreten haben. Das gucken wir jetzt mal eben. So, dann legen wir mal los. Jetzt kommt wahrscheinlich direkt ein Loadscreen, genau. Ja, ja, die letzte Aufnahme ist schon sehr lang her. Ich hoffe, ich kann mich jetzt ein bisschen das Fahrgefühl, gewöhnen. Weil sonst bauen wir wieder ein paar Unfälle. Ach so, ja, wie es aussieht, haben wir hier irgendwie gepennt oder so. So, links im Spiegel ist alles frei. Ja, sieht ganz so aus. Dann kannst du weitergehen, wir haben noch 440 Kilometer zu fahren, das heißt, wir sind ganz am Anfang dieser Reise, alles klar, alles gut. So, Licht brauchen wir jetzt nicht, hoppla, Licht aus, so. Und dann gucken wir wieder in den linken Rückspiegel. Ah, da kommt zwar gerade ein Auto, aber da kann ich noch rausziehen. Hoppla. Hoppla Leute, ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitbekommen habt oder nicht, auf jeden Fall ist einmal ganz kurz die Aufnahme abgeschmiert, weil da irgendwie kam mit Windows Update, möchten sie jetzt neu starten, habe ich direkt mal Nein in 4 Stunden bitte sehr gedrückt. Ich hoffe, ihr habt das nicht mitbekommen, denn das war ein bisschen doof. So, aber jetzt kann es weitergehen. Boah Gott, wir kommen ja hier den Berg gar nicht drauf, gehen wir mal direkt auf die rechte Spur. Damit wir hier nicht den Verkehr aufhalten. Ich habe ja schon in der letzten Aufnahme gesagt, ich will jetzt ein bisschen sicherer fahren. Und ein bisschen sicherer ans Ziel finden. By the way, können wir mal eben gucken, ist der Truck noch ganz... Jawohl, ist er, bei 0% Schaden. Das ist doch schön zu hören. Oh Gott, jetzt kommt eine Mautstelle. Ich muss jetzt mich ein bisschen konzentrieren, dass ich die Schranke nicht mitnehme. Hatten wir ja schon öfters in den Let's Play hier. So, schön bremsen. Boah, jetzt leckt gerade ein bisschen. Und jetzt so wild. So, bleiben wir dort schön stehen. So, das sollte reichen. Ne, noch ein bisschen. Okay, jetzt. Hui. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Schranke bekommen, weil ich da bin ich ja jetzt mindestens schon 3 oder 4 Mal in diesem Let's Play reingekracht. Und das geht schon so langsam ein bisschen auf die Eier. So, wechseln wir eben die Spur. Alles klar, wir begnügen uns jetzt mal mit der rechten Spur wieder, zumindest bis wir auf 90 beschleunigt haben. Dann können wir immer noch ein paar Trucks, andere LKWs und Autos überholen. Aber jetzt hier den Berg hoch geht mit dem Renault-Truck eh nicht viel. Und wenn ich mich recht entsinne, wollten wir eigentlich einen Motor für dieses Fahrzeug hier kaufen. Müssen den aber noch freischalten. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt noch ganz gut erinnere, das ist wirklich jetzt schon 3 Wochen her oder so, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe, müssten wir jetzt normalerweise nach dieser Mission ein Level Up haben. Und mit diesem Level Up erreichen wir noch Level 10, glaube ich. Und dann könnten wir uns normalerweise auch diesen Motor kaufen. Ich weiß nicht, wie viel PS der jetzt genau hat, aber wird auf jeden Fall schon mindestens 100 PS mehr haben. Also ein kleiner Schub. Und dann sollte der Renault Truck eigentlich auf dem Niveau sein, wo vorher der Volvo Truck war. Und dafür sieht er besser aus. Also haben wir Gewinn gemacht auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auch schon, wie gesagt, den Mod drin. Deshalb, für die Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben, zufällig mit diesem Part, deshalb habe ich jetzt hier eine Geschwindigkeit von 106 km/h drauf. Normalerweise ist es ja bei 90 abgeregelt. Ich kann hier aber ein bisschen schneller fahren. Und deshalb können wir jetzt auch locker lässig diesen Truck überholen. Oh, ich muss abbremsen. So, 90 ist hier erlaubt, alles klar. Da wissen wir Bescheid. So, viel mehr wie 90 geht jetzt hier eh nicht mit dem Truck, weil wir keine Leistung mehr haben. Ja, wechseln wir mal eben die Spur. So, ganz rechts rüber. Ab hier ist jetzt wieder frei, das heißt, wir können aufs Gaspedal drücken, alles klar. Ja, ja, so läuft das hier in dem Spiel. Auf jeden Fall, was sagen denn die Benzinanzeige? 3 Striche noch, das sollte eigentlich reichen. Für noch 1, 2 Lieferungen. Dann gehen wir jetzt nicht unbedingt tanken, fahren wir jetzt erstmal weiter. So, hier ist jetzt 110, alles klar.
Boah, da sind wir noch ein bisschen entfernt, wobei, ja, nicht so wirklich. So, hier ist jetzt wieder 90. Ja, wenn so 90 da steht, da fahren wir auch lieber 90. So, sauber mit dem Tempomat auf 90 gestellt. Weil jetzt hier wieder 100, ich habe das gerade nicht gelesen bekommen. So, hier ist jetzt eh wieder frei. Alles klar. Ja, müssen wir ein bisschen mehr auf Schilder achten jetzt mit dem Mod, das stimmt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, wo ich den installiert habe. Also müssen wir jetzt ein bisschen auf Temposchilder ja Acht geben, um dann halt abzubremsen. Alles klar, das sollte kein Problem darstellen. So, wir fahren jetzt Richtung... Also ich habe schon vergessen, wo wir hinfahren. Nach Luxemburg, ne? Kann das sein? Gucken wir mal eben. Ja genau, wir fahren nach Luxemburg, nach zur UPS-Station. Alles klar. Die gibt es hier sogar wirklich in Luxemburg in der Stadt. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 350. Ja, das geht ja voran, geht ja voran. Oh, wobei, was mache ich hier für einen Scheiß mit dem Blinker? Kein Mensch weiß es. Auf jeden Fall brettern wir hier gerade mit 120 Kilometern in der Stunde über die Autobahn. Und das ist auf jeden Fall genial. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal kurz die Spur wechseln. Das war knapp. Fast mitgenommen, den Scheiß. So. Bei 120 ist aber trotzdem Schluss mit dem Mod. Also die Begrenzung ist auf 120 hochgemacht. Und für diejenigen, die meinen, dass wir cheaten, das stimmt nicht. Denn in England ist die Begrenzung für LKWs halt 120. Das heißt quasi, in Europa sind die normalerweise bei 90 abgeregelt und in England bei 120. Es ist aber so, deshalb fahren hier auch so viele schneller rum, weil, sagen wir ehrlich, auf der Autobahn, wie viele LKWs fahren da mit 90? Keine. Die fahren also 100, 110. In England ist es halt, wie gesagt, erlaubt, 120 zu fahren. Und wenn du nachweisen kannst, dass du ja halt viel in England fährst, und das ist ja bei allen Firmen der Fall, ja, also jetzt zumindest diese ganzen Logistikunternehmen und so weiter, die können ja nachweisen, dass sie viel in England fahren. Deshalb können die alle ihre LKWs halt auf 120 begrenzen. Und deshalb fahren die auch hier in Europa dann 120 und ist auch erlaubt. So, das habe ich übrigens extra gegoogelt, wo ich das gemacht habe. Und da stand das so. Und jetzt auch 100% so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mich halt da einfach auf eine Quelle bezogen, weiß jetzt nicht mehr, wie die genau hieß, aber soll halt anscheinend so sein. So, ich glaube, wir müssen wieder die Spur wechseln. Ne, wir können auf der bleiben, alles klar. Das ändert immer so ein bisschen im Spiel. Ist hier eine Ampel? Nö. Also, Bretter war durch. Ich habe jetzt auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen. 110 war die aktuelle, warte, hier ist jetzt eine 70 oder so. Da fahren wir mal 70, alles klar. So, Alice hat 1000 Euro eingenommen. Das ist doch schön zu hören. Das freut mich. So, wann ist denn diese Scheißbegrenzung rüber? Ich will gerne ein bisschen schneller fahren wie 70. Ach ja, Geschwindigkeitsbegrenzung ist was Mieses. In Deutschland ist es ja echt noch so, dass man auf echt vielen Teilen der Autobahn so schnell fahren darf, wie man will. Also auf jeden Fall cool, finde ich. In Luxemburg gibt es überhaupt nicht. In Luxemburg ist immer bei 130 die Begrenzung. Also Landstraße natürlich drunter, teilweise sogar 90, nur 70 hatte ich auch schon. Auf den Autobahnen ist halt überall, glaube ich, soweit ich weiß, außer jetzt halt kurz vor Autobahnende 130. Und drüber hinaus muss man halt blechen. Gut, da hat man jetzt auch 1-2% Toleranz oder sogar 5% Toleranz. Ne, ich glaube, das war früher. Ich glaube, mittlerweile sind 2%, also ist ein bisschen Runtergang, die Toleranz. Und wenn man halt über dieser Toleranz dann noch drüber ist, fängt man an zu bezahlen. Und in Luxemburg echt nicht wenig. Also Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberziehungen hier in Luxemburg sind echt übertrieben hoch, wenn ich das vergleiche mit Deutschland. Das ist schon fast ein Witz, was die dann da fragen an Bußgelder. Also das zockt ein bisschen. Wisst ihr Bescheid, wenn einmal über die Grenze von Deutschland nach Luxemburg fahrt, die Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberziehen ist auf jeden Fall deutlich höher. So, unten ist halt bei 130 begrenzt. Also da kennt man, da spricht man sich hier schon ein bisschen ab, so und alles, da kennt man schon die Strecken in Deutschland, die am nächsten sind, zum Beispiel jetzt nach Richtung, Richtung Sinsheim, so, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall so eine dreispurige Autobahn, die komplett frei ist und da drückt man dann schon mal gerne auf die Hupe, also das ist schon
eine Strecke, wo man, die nicht weit von hier weg ist, wo man ordentlich aufs Gas drücken kann. Und da kann man auf jeden Fall ordentlich fliegen lassen. Das finde ich auf jeden Fall auch keine schlechte Idee von dem deutschen Staat, dass die verschiedene Teile, ja, frei setzen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Und zwar kommt hier ein Auto, nee, dann, ja. Machen wir mal, wie es immer, wenn so ein Stau ist, fahren wir einfach rum. Kein Bock auf die Idioten da jetzt zu warten.